Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich, dass ich Sie zu einer neuen Ausgabe von TV Mürz willkommen heißen darf. Und natürlich ist das aktuelle Thema bei uns auch Thema. Denn immerhin, es regiert König Fußball. Doch bevor es soweit ist, werfen Sie gemeinsam mit mir einen Blick in den neuen Schauraum des Autohauses Orthuber in Langenwang. Nachdem im Vorjahr der Skoda-Schauraum im Autohaus Orthuber erneuert wurde, hat nun auch der VW-Schauraum ein neues Facelifting bekommen. Man hat sich dem neuen Markenauftritt von VW angepasst. Auch die Serviceannahmestelle und der Kundenwartebereich wurden neu gestaltet. Man präsentiert sich in einem frischen und freundlichen Erscheinungsbild. Um den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden, wird in naher Zukunft auch das Jung- und Gebrauchtwagenangebot vergrößert. Aktuell sind es viele VW Passat-Modelle, zum Teil mit Allradantrieb, die zu einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten werden. Damit wird Orthuber nun den neuesten Richtlinien der Hersteller gerecht und hat so die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Zukunft bedeutet aber auch E-Mobilität. Und auch hier liegt das Autohaus Orthuber voll im Trend. Die Eisenbahn fasziniert nicht nur die Kleinsten. Auch auf viele Erwachsene übt sie eine enorme Faszination aus. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Nostalgiefest ins Südbahnmuseum nach Mürzzuschlag gekommen sind. Zum Vatertag gab es für die Gäste rund um das Südbahnmuseum Mürzzuschlag wieder ein abwechslungsreiches Programm und für alle Interessierten einen tollen Einblick in die Welt der Eisenbahn. Viele Sonderzüge aus ganz Österreich kamen anlässlich des Nostalgiefestes nach Mürzzuschlag und brachten neben den bereits zahlreich erschienenen Besuchern auch weitere Eisenbahnfans in die Stadt. In der Zeit der modernen Railjets ist so eine Fahrt in einer alten Garnitur doch was Besonderes. Neben den vielen Zügen aus Österreich kam einer auch aus Slowenien. Eine Besonderheit des diesjährigen Nostalgiefestes war erstmals auch eine Gokomobil- und Kleinstwagenausstellung. Und auch beim Anblick dieser Fahrzeuge geriet so mancher in Schwärmen, besonders natürlich die Besitzer. Im Originalzustand, nur halt lackiert und gepflegt, aber die sind in Emsatz seitdem erzeugt worden. Ich habe eine Lehrerin gehört in Mödling. Immer angemeldet und natürlich auch im Einsatz. Ja, freilich, ja. Um ein Fest dieser Größenordnung und mit einer solchen Vielzahl an Ausstellungsstücken auf die Beine stellen zu können, bedarf es einer langen Vorbereitung. Ja, ich sage einmal, ungefähr 2 Jahre brauche ich, dass wir das alles so beieinander haben. Wie kommt man auf die Ideen? Einfach, dass man mit den Leuten redet. Das hat sich so herauskristallisiert, dass man einfach Gespräche führt mit den verschiedenen Vereinen und dann entwickelt sich da das Fest dann daraus. Es ist ja natürlich auch gesorgt, dass man nicht verhungert, nicht verdurstet. Es gibt einen Flohmarkt, es gibt vieles, vieles mehr. Also man kann sich den ganzen Tag hier toll unterhalten. Ja, das soll eben nicht nur eine Fahrzeugschau sein, sondern ein Fest für die ganze Familie. Wir haben zum ersten Mal eine Selfie-Box, das heißt, dass man sich auch ein Andenken mit nach Hause nimmt von dem Fest. Natürlich gibt es zum Essen, zum Trinken. Ich freue mich ganz besonders, dass wir auch 2 Weinbauern hier haben. Die Alte Rebe aus Slowenien ist hier vertreten mit einem Stand und von der Steiermark haben wir natürlich auch einen Weinstand. Selbstverständlich kam an diesem Tag auch die körperliche Ertüchtigung nicht zu kurz. Hieß es beim Draisinen-Express doch ordentlich strampeln. Das hat den Kindern sichtlich Spaß gemacht, denn jeder wollte seine Runden so schnell wie möglich drehen. Egal ob Diesel oder E-Lok, an diesem Tag konnten alle diese Zeugen vergangener Zeiten aus allernächster Nähe bewundert werden. Und vielleicht war der Besuch des Nostalgiefestes ja auch ein Geschenk zum Vatertag. Unter den tausenden Besuchern war auch Bürgermeister Karl Rudischer und auch er war über den großen Erfolg der Veranstaltung sehr erfreut.
Ja, es ist wirklich ein ganz großes Fest, das Nostalgiefest 2016. Ein herzliches Danke an die Verantwortlichen, an die Kerstin Ogris ganz zuerst, aber die ganze Team vom Museum, von unserer Agentur, die Stadtgemeinde, viele Freiwillige, die da mithelfen. Es ist wirklich großartig. Es sind 7 Sonderzüge von Vorarlberg über Wien, teilweise das erste Mal im Zuschlag. Es gibt viel drumherum. Es kommen, und das, wie Sie sagen, ist das Wichtigste, die Menschen in Strömen. Das Wetter ist uns sozusagen gewogen. Und wir haben, glaube ich, jetzt schon 2000 Besucherinnen und Besucher. Eine ganz tolle Sache, aber wirklich auch mit Tiefgang. Nicht nur ein Fest, sondern auch eine Fachveranstaltung, die für uns Zuschlag eine ganz besondere Bedeutung hat. Wenn man so durch das Publikum geht und natürlich auch mit den einigen Damen und Herren spricht, die sind ja alle begeistert von Jugend auf. Züge sind einfach etwas, was begeistert. Ja, Bahn und Eisenbahn, alles drumherum, habe ich auch festgestellt, lässt sich nicht zuordnen. Also ich bin noch nicht drauf gekommen. Es sind jüngere, ältere Frauen, Männer von weit weg, von der Nähe hier lebend, von verschiedensten Berufsgruppen. Da gibt es einfach wirkliche Fans und Freaks, die schon in der Früh auf den besten Fotostandpunkten ausgeharrt haben. Sind wir froh, dass es so ist. Eisenbahn hat große Bedeutung für Mürzzuschlag, und wir sehen, dass viele Mürzzuschlagerinnen und Mürzzuschlager auch dieses Eisenbahnfieber leben. Die Zugpferde haben für ihre Fans nichts von der Faszination verloren, und so mancher hat sich beim Nostalgiefest im Mürzzuschlag zumindest für ein paar Stunden in vergangene Zeiten zurückversetzen können. Und wem die Erinnerung an diesen Tag zu wenig war, der nahm sich zum Abschluss vom Flohmarkt noch das eine oder andere Souvenir oder eine Lok im Miniaturformat mit nach Hause. Das Brückenfestival, das Musikfest der Region, feiert heuer sein 10-jähriges Jubiläum. Wir waren an einigen Abenden wieder mit dabei und dürfen Ihnen heuer neben Musik erstmals auch einiges an Kunst präsentieren. Bereits zum 10. Mal wird das Brückenfestival vom Kunsthaus Mürz veranstaltet. Die neue Musik und die zeitgenössische bildende Kunst bekommen beim Festival Brücken 16 den Stellenwert, den sie verdienen. Wir bemühen uns sehr um die Vermittlung dieses Stellenwerts, um die Vermittlung der zeitgenössischen Kunst in dem Falle und vor allem jetzt bei diesem Konzert der neuen Musik. Es ist Friedrich Zerha als Jubilar heute bei uns zu Gast. Wir zeigen seine bildnerischen Arbeiten und wir hören fast bei jedem Konzert der Brücken in diesem Jahr seine Kompositionen. Es war aber nicht nur die Welt der Musik, in die Zerha an diesem Abend entführte. Man hatte auch die Gelegenheit, seine bildnerischen Arbeiten zu besichtigen. Friedrich Zerha feiert in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag. Und woher er die Kraft und Inspiration für sein künstlerisches Schaffen nimmt, ja, das kann sich der Doyen selbst nicht so recht erklären. Ja, das ist eine Frage, die nicht zu beantworten ist. Das sind Dinge, die einem immer, auch wenn man 100 wird, ein Rätsel bleiben. Seine Musik kennt die ganze Welt. Bei seinen bildnerischen Arbeiten ist das noch ein bisschen anders. Ich hatte nie das Bedürfnis, also jetzt das an die Öffentlichkeit zu treten oder mir irgendwelche Ehre oder Ruhm zu erwerben. 150 Kunstwerke haben sich bis Jahresanfang unbeachtet auf seinem Dachboden versteckt, bis sie von einer Kunstexpertin entdeckt wurden und in Krems ausgestellt. Das Kunsthaus Mürz hat die Ehre, die zweite Ausstellung Friedrich Zerhas im Rahmen der Brücken 16 zu präsentieren. Ja, und Friedrich Zerha war auch bei der Matinee in der Georgibergkirche mit dabei.
Zumindest seine Komposition, drei Stücke für Fagott. Die Uraufführung des 2012 geschriebenen Stücks bei den Brücken 16. Neben Zerha spielte das Ensemble Kindberg auch Gideon Klein. Er beendete das Werk 9 Tage vor seinem Abtransport nach Auschwitz. Er scheint es in dem Bewusstsein geschrieben zu haben, dass die ethnischen Wurzeln seiner Musik dem Holocaust und der arischen Hybris zum Trotz Bestand haben würden. Auch in diesem Jahr fand ein Musikabend des Brückenfestivals im wunderbaren Ambiente des Loshauses in Bayerbach statt. Das beliebte Konzert im Loshaus stand ganz im Zeichen der Harfe. Der verzaubernde Klangreiz der Harfe wurde an der Wiege der neuen Musik in Frankreich oft in der Kammermusik eingesetzt. Der intime Rahmen des Loshauses lädt förmlich dazu ein, diese Werke hier aufzuführen. Bereits angekündigt nun zum Sport, genauer gesagt zum runden Leder. Im Rahmen einer österreichweiten Fan-Tour gibt es am 30. Juni am Stadtplatz in Mürzzuschlag ein Public Viewing. Für abwechslungsreiches Rahmenprogramm ist ebenfalls gesorgt. Dazu Näheres im nächsten Beitrag. Die österreichweite Public Viewing Fan-Tour von Kronenzeitung und Coca-Cola sorgt am 30. Juni am Stadtplatz dafür, dass auch in Mürzzuschlag EM-Atmosphäre aufkommt. Das Rahmenprogramm wird von der Stadtgemeinde organisiert. Ja, es beginnt um 17 Uhr für den Kleinsten mit Hupfburg. Dann haben wir eine Torschusswand und dann gibt es auch Simmetrischießen mit einer Radarmessung. Rahmenprogramm haben wir auch noch, die Jason Dance Crew gibt ein paar Vorführungen und wir selber mit Band gibt es eine musikalische Darbietung. Zu den Highlights zählt ein Tischfußballturnier für Hobby-Wutzelspieler. Ja, am 24. haben wir die Ausscheidungsspiele und am 30. Juni haben wir dann das Halbfinale und das Finale. Wird direkt übertragen auf der großen Leinwand hinten, der Tragleinwand. Gibt tolle Preise zu gewinnen, 200 Euro und der zweite kriegt 100 Euro. Natürlich werden auch einige Wadenpreise unter den Teilnehmern verlost. Anmeldungen zu diesem Wurzel-EM-Turnier sind persönlich, telefonisch oder per Mail im Tourismusbüro im Wintersportmuseum bis 20. Juni möglich. Das Nenngeld beträgt 10 Euro. Genau, das EM-Wurzel-Turnier, das wir organisieren wollen, dazu suchen wir noch Mannschaft natürlich. Das findet statt am 24. Juni.
Da kann man sich melden davor bis am 20. Und dort werden dann 2 gegen 2 immer gespielt, zu jemals 5 Minuten. Die Mannschaften werden dann Nationen zugelost, wie bei der EM. Und wir spielen dann am 24. Juni bis inklusive Viertelfinale durch. Die 2 großen Halbfinale und das Finale werden dann beim Public Viewing am Startplatz direkt über die Videowall gespielt. Einige Teamplätze sind noch frei. Bei Schlechtwetter steigen die Tischfußball-Gruppenspiele am 24. Juni im Foyer des Stadtsaales. Live-Übertragungen und Preisaktionen während der gesamten Dauer der Europameisterschaft bieten die Gastgewerbebetriebe Testarossa, Café Conte, Gasthof Lendl, Edlacher Hof und Pappcafé Pfiff. Peter Felber, auch die Wirte sind dabei. Ja, ist klar, wenn die Gemeinde so etwas Großartiges macht bei uns da im Zuschlag und sich sehr bemüht, dann haben sie ein paar Wirten zusammen da und haben gesagt, wir müssen auch was machen. Jeder einen großen Fernseher und wir bemühen uns sicher mit Grün und Essen und alles drum und dran. Nur im Lokal Pfiff ist ein Fernsehgerät zu gewinnen. Am 8. Juli ist die Verlosung vom Fernseher, der ist 550 Euro wert. Dazu gibt es im Pfiff einen Bierpass pro Getränk. Was du trinkst, kriegst du einen Stempel und das wird dann in den Verlosungstopf reingehaut. Desto mehr Biere, umso mehr gewinnen. Bier und Cola ist wichtig. Und nach der Verlosung spielt die Gruppe B23. Das große Public Viewing am Mürzer Stadtplatz findet am 30. Juni mit der Live-Übertragung eines Viertelfinalspiels der Fußball-Europameisterschaft aus Frankreich statt. Ich hab's ja gesagt, es regiert König Fußball. Selbstverständlich auch in Mürzzuschlag. Also nichts wie hin am 30. Juni zum Viertelfinalspiel. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Alles Liebe, auf Wiedersehen.